Ich bin Dennis, 32, und ich verkaufe selbstgezogene Kerzen. Das ist... Wo hast du denn reingeguckt? Drei. Nein, die vier. Oh. Hallo, ich bin Dennis, 32 Jahre alt, und ich bin stolz, heute hier sein zu dürfen. Und ich gewinne, sonst kann Joko mir den Kopf rasieren. Aha, okay. Wetteinsätze? Welche Kamera war meine? Da. Mein Name ist Joko, ich bin 43 Jahre alt und in meiner Freizeit esse ich gerne Wachsmalstifte. Ich bin Benni, 32, und heute gibt's Gurkisalat. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Erkennst du den Song, eurem liebsten Musikquiz im deutschen Internet. Heute wieder mit einer absoluten Legende im Gepäck. Riesenapplaus für Joko Winterscheid! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und auch heute gilt natürlich, habt ihr Bock mal hier mitzuspielen mit Prominenten und mit mir, dann schreibt doch eine tolle Bewerbung in die Kommentare, inklusive Gastgeschenk und eurem Lieblingslied. Meins ist zum Beispiel Abenteuerland von Pur. Nur mal, um was zu droppen. Und Daumen nach oben und Kanal abonnieren. Ganz wichtig. Logisch, Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Mache ich auch immer. Joko, bist du musikalisch interessiert? Also ich möchte vorweg eine Sache sagen. Du hast, oder ihr habt mich hier eingeladen, weil du gesagt hast, da musst du nur einen Song erkennen. Und jetzt gerade hieß es wirklich so, Song, Interpret und... Und natürlich auch... Feature. Feature, ja klar. Ich sag mal so, mein Musikwissen reicht aus, um den Radiosender-Frequenzen kann ich dir aber verraten. Aber du bist doch aus dem 106,7, 1 live. Ja. 96,3, Radio Gong. Und HR? HR3? Ist 89,3. Wie bei BMI. Heute natürlich aus dem großen Studio von uns, ja, in Frankfurt. Aus dem Studio 1. Juhu! Beim Hessischen Rundfunk. Großen Applaus. Aber ist schön. Das ist schön hier, ne? Ja. Habt ihr die Farben bei Wer steht für die Show? Hab ich gemacht, ja, alles. Auf die Schrift, ich war das. Hab ich alles gemacht. Aber denkst du, er hat es geklaut oder hast du einen Gag da drin gesehen? Nee, ich hab's angepasst. Ich dachte kurz, das habt ihr euch sehr leicht gemacht, einfach zu gucken, wie es bei uns aussieht und dann... Nee, und diese Show heißt nämlich auch nicht nur Attention Song. Wer steht uns die Ananas? Ja, genau. Ja. Das mag ich, das finde ich schön. Okay. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von euch, ja, deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. Lasst uns anfangen. Ich habe keine Ahnung. Warte mal! Carly Rae Jepsen. Hey, call me maybe! Ja! Joko, du warst nah dran. Moment. Nee, das Erste, was man... Was wolltest du sagen? Ich wollte einen Witz machen. Das ist hier und jetzt hast du einfach sofort drauf gemacht. Ich hab dir den Punkt gestohlen. Hättest du Carly Rae Jepsen? Natürlich! Dann ohne Witze, dann einfach... Okay, ich wusste nicht, dass das hier wirklich so kompetitiv ist. Die Leute regen sich das auf, wenn wir hier so blöde Laien machen. Das ist schon hier ein Wettkampf. Okay, gut. Hyper, Hyper, Scooter. Hyper! Stampfst du gerne ab? Vielen Dank. Stampfst du ab in der Disco? Ich stampf selten in der Disco ab, aber ich finde schön, dass ihr auch Musik aus meiner Jugend hier spielt. Na klar. HP, habt ihr kurz was reingeschoben? Wie hast du damals im Club getanzt? Sehr wenig, sehr selten. Also wenn ich im frühen Club war, habe ich immer so gemacht, so geschafft. So. Wir hatten immer so eine Truppe, wir sind ja in der gleichen Stadt immer ausgegangen. Jo, Düsseldorf! Zap, schöne Grüße in Zap. Da war immer einer von meinen Jungs dabei, der hat immer so getanzt. Und da ich nicht tanzen konnte und den Typen irgendwie immer so ganz cool fand, ne, hast du es imitiert? Habe ich das immer imitiert, dann auch so getanzt. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das noch nie gesehen, wie das aussieht. Ich gucke mir das dann später im Internet an. Zu welcher Art von Musik ist das passiert? Alles. Enya. Okay. Enya. Da brauchst du gar nicht drücken, Joko. Das ist nämlich Aretha Franklin, Malisha Franklin. Nein. Get out the door. Keine Ahnung. Das ist doch deine Jugend, Joko, oder? Ja, aber ich... Fuck! Ich trinke mal was. Nee, keine Ahnung. Wir finger lay down and die. I want to Lauren Gaynor!
Ich wusste, I will survive, aber ich wusste nicht Gloria Gaynor. Hattest du schon mal Angst um dein Leben? Warst du schon mal in der Situation, vielleicht nach dem Sub, wo du dir einen Burger geschnappt hast bei McDoof, da jemand kam, hey, ich hau dich weg, Junge. Ob ich schon mal Angst um mein Leben hatte? Bei Duell um die Welt hatte ich öfter Angst um mein Leben, ja. Hattest du mal Angst um dein Leben? Tatsächlich einmal, ja. Ja? Da war ich auf Kultur. Okay, wir machen weiter. Oh nein! Das ist der gerade auch in der Boyband war. Das ist nämlich, wie heißt der Mann? Hallo, nochmal? 3, 2, 1. Harry Styles mit? Hey, vorbei. Harry Styles mit Inside Your Eyes. Harry Styles. Ja, ich weiß nicht, wie der Song heißt. Nicht Watermelon. Nee, aber gleich kommt's. Jetzt, warte, jetzt. Jetzt kommt der Refrain. Kannst du einmal? Aber funktioniert ja nochmal. Ist ja nicht auf der falsch programmiert. Ja. Adore You von Harry Styles. Harry Styles Adore You. Ja! Hab ich zuerst gesagt. Das ist natürlich kontraproduktiv. Also nur einmal kannst du buzzern. Okay, aber gut, das wusste ich nicht. Hab ich vergessen zu sagen. Ja, also. Hände weg vom Buzzern. Echo Fresh, Joko, Klaas, U-Bahn-Ficker. Dann bist du auch du! Oh, aber Moment mal, wer bereitet diese Songs vor? Wir nicht. Was die Redaktion. Ach, ist das ein alter Ego oder wie oder was? Nee, aber das ist ja so, wenn du jetzt hier so einen Song drin hast, das erkennt man ja nicht nur. Also Echo Fresh hätte ich an der Stimme erkannt. Aber ich kenne aber den Song doch. Okay, gut. Jay-Z famous. Kanye West famous. Hab ich doch gesagt. Nee, du hast Jay-Z gesagt. Seit wann bist du berühmt, Joko? Was ist dein Vor? Hast du ein Jahr? Hast du irgendwie so Kreuz mit dem Kalender? 20. Warst du da berühmt? Nee, dass ich beim Promi-Dinner mitgemacht habe. Da war ich noch nicht berühmt. Nee, da habe ich mich gefragt, warum die mich gefragt haben, aber ich brauchte das Geld. Was gab's denn Leckeres? Schäufele? Ich weiß noch, dass ich eine Kürbissuppe machen wollte. Und dann hieß sie, nee, das kannst du nicht machen, die Eni macht schon eine Kürbissuppe. Und dann hatte ich schon richtig Bock auf das Format. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich bis, glaube ich, 2 Tage vor Produktion den Vertrag nicht unterschrieben hatte. Einfach so aus Vergessen, hab's einfach vergessen. Und dann waren sie so ein bisschen in Sorge, dass sie mich nicht bekommen, weil die fingen halt dann 2 Tage später an zu drehen. Und dann habe ich gesagt so, ach ja, ich habe ja noch nicht unterschrieben. Können wir noch mal über die Gage reden? Und dann hat sich das gelohnt. Gab's einen Wurstkorb? Genau. Wer hat gewonnen? Ich nicht. Und es ist auch so, ich habe, glaube ich, nie jemandem weniger als 8 Punkte gegeben, weil ich Angst hatte, dass man sich danach noch mal sieht. Ja, das ist so, ja, der Eni gebe ich 2 Punkte. Also, aber es war aber jetzt ist doch deine Zeit fürs Promi-Dinner. Speziell. Du, Hans Meiser jetzt. Und ihr beide. Träger. Ja. Bei euch beide wäre doch super. Dann müsste man da. Haben die ja schon mal gefragt, ob ihr Bock hättet? Ja, haben wir leider abgesagt. ein Wort von Wir sind Helden. Ganz genau. Ah, scheiße. Hätte ich noch mal müssen. Ah, krass. Wie ewig die Songs sind. Ich darf ja dann nicht nochmal sagen. Keine Ahnung. Ich weiß das. Ist das alt oder neu? Rock. Das ist neu. Roxette. Was? The Strokes. Roxette. Nein. Oh mein Gott. Die habe ich die Band gesagt und die den Titel. Bist du den Roxette? Er hat ja nicht verstanden, okay. Das ist true. Warum habe ich gerade selber nicht gebuzzert? Du hast gebuzzert, aber wir sind Helden. Ah, ja, wir sind Helden, habe ich mal. Ja, also, ich bin Vater? Ist die Schuhe wieder in der Spülmaschine reingestellt? Ich dachte gerade so, wieso kann ich dir den Titel sagen? Und die Band? Was in der Zwischenebene? Wer seid ihr, Jungs? Okay. 3-1-1. Sie kommen an und sagen, Shirin, das ist echt kurz. Ich wollte nur unterwäschen. David, gib ihm! Boom! Das sehe ich auch, Joke. Gib ihm. Ah, ich habe die Hand gebrochen. Hast du daneben geschlagen? Ja. 4-1-1. Matchball für Dennis. Joko, wir müssen das verhindern, dass er gewinnt. Soll ich ihn umbringen? Hau weg, hängen weg. Hast du auf Promi-Dinner immer geguckt? Bist du jemand, der das schaut? Yeah. Okay, das war ein Hinterschlag für mich, dass sie mich gefragt haben. Was für eine Zeit war? War es noch TRL-Zeit? Ja, das war MTV. Hast du damals die
Top 100 gemacht oder das war nee, das war TRL, wie du richtig TRL gesagt war ja. Total Request Live. Das war so wie jeden hier. Tag die schnellsten Charts. Ich war live dann immer. Das war ja. Live, ja, 16 bis 17 Uhr. Und ich weiß noch, in der ersten Sendung war es so, dass wir die Moderationen irgendwie vorbereitet hatten und mein Redaktionsleiter meinte zu mir, das ist deine erste Sendung, ist live, mach dir keinen Kopf. Wir haben zur Sicherheit, wenn du rauskommst, die Treppen runter, rechts steht ein Kleiderständer. Wenn du gar nicht weißt, was du sagen wolltest, geh zu dem Kleiderständer und frag einfach nur in die Kamera, was soll ich morgen anziehen? Und ich bin diese Treppe runtergekommen und so, herzlich willkommen! Und bin zu diesem Kleiderständer gegangen und so, was soll ich morgen anziehen? Ja, so beginnen tolle Karrieren. Ja, weiß auch nicht, warum die mich genommen haben, aber hier bin ich, bei euch. Besser wird's nicht. Jetzt mal alle klatschen. Ich fühle mich wirklich alt, weil ich habe das Gefühl, das sind Songs, die hier nur reingestreut werden, weil ach, das was? Meine Jugend. Toni Braxton, Unbreak My Heart. Unbreak my heart. Ich möchte diesen Applaus nicht. Hast du geholfen im Song? Ja, nur. Weil Susie, ich, ja, ja. Biggie, Dagmar. So heißt doch die Frau in deiner Generation. Die heißt noch alle Biggie, Hallo, Dagmar. Marie. Anime! Ist das unangenehm hier? Er ist eigentlich Elvis Presley. Ja. Nein! Das sind Revolverheld mit Spinner! Ja! Das geht raus, Spinner. Und damit gewinnt Dennis, kennst du den Song? Kinderplatz! Dennis, setz dich bitte da vorne ins Licht. Muss man in den Ring? Nee, das ist später bei der Live-Aufzeichnung. Ah, okay. Mit. Da wird nämlich strafbar. Das ist live? Er kennt den Song live, heißt die Sendung. Ja, wusste ich nicht, wurde mir nicht gesagt. Okay, liebe Freunde, habt ihr Bock auf mehr Joko-Content? Dann sprengt den Daumen-Button und haut mal in die Kommentare. Joko muss das sagen, du musst das sagen. Habt ihr Bock auf noch mehr Joko-Content? Dann sprengt euren Daumen. Richtig. Und in der nächsten Folge zeigt Joko euch, wie man einen tollen Couscous-Salat mit Minze macht. Und er macht endlich die Kürbissuppe. Ist es gefährlich, wenn ich sage, die sollen ihre Daumen sprengen? Nee, das ist gut. Ja, nee. Dann denkt mir nur nicht, dass die nachher zur Rechenschaft gezogen werden. Ach, dann könnt ihr noch so ein Kreuz machen, dass ich Satire. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir machen Satire-Stempel drauf. Ja. Oben gibt es ein tolles Video von Hyper-Performer Henning. Und unten High-Performer. High-Performing Henning. Und High-Performer. High-Performer Henning. Und unten gibt es die letzte Folge von Erkennst du den Song. Tschö. Tschüss.